Heute gibt es ein neues YouTube-Video hier von mir in der Natur, im Garten und genieße die Sonne dabei, die Wärme und auch da merkt man einfach schon, dass der Körper einfach viel flexibler auch ist, ne? Wenn du die Wärme einfach spürst auf deiner Haut und ich mag es sehr gerne, bei den Temperaturen auch Yoga zu praktizieren, weil man einfach viel beweglicher auch nochmal ist, viel elastischer einfach und natürlich lädt uns die Sonne auch positiv auf und zaubert uns meistens auch so schnell mal ein Strahlen ins Gesicht. Und ich lade dich ein, hier herzlich mit mir mitzumachen und freue dich auf unsere kleine Yoga-Session heute. Du nimmst für dich hier jetzt deine Position ein, schau, dass du für einen Moment im Schneidersitz ankommst. Du hast deine Augen hier ganz sanft geschlossen. Zieh gerne nochmal so die Schultern bewusst nach oben und nach hinten unten absinken lassen. Beobachte dich hier für den Moment. Was kommt hier gerade auf, an? Körperlichen und auch geistigen Momenten. Halte diese Dinge nicht fest. Ganz egal, ob es jetzt diese Gedanken sind, die vielleicht plötzlich auftauchen, wenn der Geist zur Ruhe kommt oder der Körper zur Ruhe kommt. Konzentrierst dich nur auf deinen Atem. Und durch diese bewusste Konzentration auf den Atem ziehen deine Gedanken einfach fort. Und auch sonst, wenn du noch irgendwo Blockaden spürst in deinem Körper, lenke auch hier den Atem jetzt hin. Und auch da spürst du, dass alles mehr zum Fließen kommt in dir. Du kommst immer mehr an mit jedem Atemzug. Fülle deinen Körper hier ganz auf mit frischer, neuer Energie. Atme tief in deinen Bauchraum und atme alles wieder aus. Einatmen und ausatmen. Einatmen. Und aus. Sehr gut machst du das. Bleibe weiterhin ganz bei dir. Dein Blick ist nach innen gelenkt, zu dir selbst. Und aus diesem Moment heraus bewegst du hier jetzt einfach ganz sanft deinen Kopf.
Seite ein und über die andere Seite. Ganz vorsichtig, achtsam. Immer in der Beobachtung zu dir selbst. Fange an, so kreisen. Und dann lass deinen Kopf einfach mal vorne hängen. Du spürst die Dehnung über deine Halswirbelsäule. Dein Rücken bleibt aber weiterhin gerade und aufrecht. Einatmend bring den Kopf dann wieder nach oben. Und lass ihn ganz sanft nach hinten etwas fallen. Bring den Kopf dann wieder zurück zur Mitte. Und von da aus fang einfach an, etwas deinen Körper zu bewegen. Gerne erstmal so langsame kleine Bewegungen, um erstmal hineinzukommen in die Übung. Und schau dann mal, was dein Körper mit dir macht. Sanfte Bewegungen, kleine oder vielleicht werden sie auch immer größer. Kreise hier immer so deinen Körper. Dass auch die Kreise dann immer größer werden. Spüre. Und du hier ganz los, dass du ganz ankommst und natürlich auch wieder in die andere Richtung. Schau, dass du immer wechselst und hier ganz los bleibst. Du spürst, wie dein Körper immer beweglicher wird, flexibler. Und diese Flexibilität spiegelt sich dann auch in dir wieder, in deinem Alltag. In deinem Leben. Dein Prana verteilt sich, kann fließen und kleine Blockaden und Anspannungen gehen einfach. Sehr, sehr schön. Gut, okay. Von da aus, nimm mal deine Hände jetzt so ins Namaste, so ungefähr in Herzhöhe. Bleibe weiterhin lang und aufrecht und drück hier nur mal kraftvoll jetzt die Handflächen zueinander. Halte hier und atme. Du möchtest deine Augen noch weiterhin geschlossen. Löse hier mal auf und dann nimm mal deine Hände jetzt hinten zusammen, greif ineinander und schieb mal deine Arme jetzt so weit du kannst nach oben. Blick geht nach vorn und halte hier. Schulterblätter schieben eher zueinander, Brust schiebt nach vorn. Auch hier löse langsam wieder auf, ein bisschen entspannen und lockern. Dann nimm jetzt mal deinen Kopf einfach so zur Seite, lass ihn zur Seite fallen und genieße hier so linksseitig deine Dehnung. Wenn du es verstärken möchtest, führst du jetzt so die Hand nach oben und drückst sanft deinen Kopf noch etwas weiter nach unten.
Füße dann wieder, der Kopf kommt zur Mitte. Einmal die andere Seite, Kopf hält. Und dann deinen linken Arm jetzt und halte. Einmal wieder lösen und der Kopf ist wieder in der Mitte. Nochmal ein bisschen locker. Sehr schön. Und dann gehen wir langsam einmal weiter. Du schiebst jetzt mal die Schulterblätter hinten ganz weit zueinander, als wenn du wirklich mit deinen Schulterblättern was zusammenhalten möchtest hinten. Ganz stark halten, halten, halten. Und nochmal wieder lösen. Machst du eine kleine Gegenbewegung einmal nach vorne. Von da aus bring mal deinen Arm nach oben, neige dich jetzt so nach links. Deine rechte Hand kann gerne auf den linken Oberschenkel ziehen. Und dann spürst du linksseitig schön die Dehnung in der Flankenseite. Dann lass den Arm wieder nach unten sinken. Und dann wechsel. Dein anderer Arm geht nach oben. Neige dich hier zur Seite. Und genieße auch hier die Dehnung, die Streckung in dir. Okay, auch hier nochmal wieder zurückkommen. Und ein bisschen locker. Ja, lasst uns jetzt einfach auch nochmal kreisen. Ja, lass dich hier nochmal schön weit runtergehen und tief sinken. Und vielleicht merkst du schon, dass das vielleicht jetzt noch tiefer geht als am Anfang. Ja, und dann wechsle ich hier auch nochmal in eine andere Richtung. Hier uns schon schön gelockert, schön gedehnt und dann gehen wir mal weiter. Und zwar, wenn du jetzt ein Kissen hast, leg es gerne einen Moment ein bisschen an die Seite und wir wandern jetzt mal über in den Vierfüßlerstand. So ein bisschen schauen hier, um meinen Platz ist es heute etwas uneben in der Natur und ich werde es ein bisschen ausbalancieren. Die Beine hast du so gut hüftbreit jetzt hier geöffnet. Und dann fang einfach erstmal an, so in den runden Rücken zu kommen. Und das leichte Rückrollen. Verbinde es gleich mit deinem Atmen. Einatmen. Noch so dreimal. Und dann bleiben wir so in der neutralen Position des Vierfüßlerstandes. Und halte dich hier. Und dann schau mal, dass du deine Hände so ein Stückchen nach vorne nimmst. Dein Po sinkt etwas ab nach hinten unten und du streckst dich hier einfach mal ganz lang. Deine Finger krallen sich so etwas ein, fest in der Matte und du hältst hier. Sehr gut. Nimm mal so ein bisschen die Spannung raus, Arme entspannen ein wenig. Und von da aus gehen wir einmal weiter in den Hund. Schau, dass du die Beine so aufstellst. Und dein Kopf schiebt so zwischen den Armen hindurch. Und wenn du möchtest, kannst du auch deinen Oberschenkel mal so leicht anwinkeln und mal so halten.
wenn jetzt quasi der Bauch Richtung Oberschenkel schiebt. Und halte hier. Sehr, sehr gut. Halten, halten, halten. Und wenn du gefühlt vorne mit den Händen was wegdrückst und du bist ganz kraftvoll hier mit den Füßen verankert in der Erde. Und du hältst und hältst. Sehr schön. Und von da aus wechseln wir einmal und schieben uns mal so nach vorne in den Stütz. Halte auch hier nochmal. Ganz kraftvoll, Po fest. Halten, 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 halten. Und dann komm nochmal so zurück in den Hund und hier auch noch mal schön halten, halten. Und dann schiebst du noch einmal so nach vorne. So, ich muss gucken, dass ich mich hier gut auspositioniere. So, okay, und halte noch mal ganz kraftvoll. Sehr, sehr schön. Und dann komme zurück, bring mal die Knie so zum Boden. Lass gerne mal den Po jetzt nach hinten sinken. Halte nochmal für den Moment die Arme so nach vorne. Stirn liegt auf. Und lasse los. Dann rolle langsam noch mal so nach oben. Wirbel für Wirbel. Immer noch mal auch hier dann wieder ein bisschen öffnen. Nur gerne im Schulterkreisen. Schulterlink. Und dann schieb noch mal hier gerne deine Brust raus nach vorne. Halte. Und noch mal locker. Ein bisschen lösen. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal weiter in unserer Drehung. Und zwar gibst du jetzt deinen rechten Arm unter deinen linken Arm so durch und du bleibst hier schön so. Entweder nimmst du so die linke Hand und hältst sie so oder du bringst deinen rechten, also deinen linken Arm so nach oben und halte hier mal. Dann geht dein Arm wieder zurück nach unten und dann wanderst du über die Mitte so in der Katze Kuh einmal zur anderen Seite. Kommst du dann wieder zurück, nochmal schön lockern, kannst auch hier dich gerne so in dieser Form einfach bewegen. Ganz wichtig, dass du wirklich auf dich hörst und spürst und dieser Bewegung einfach auch folgst. Okay, sehr gut. Von da aus bring jetzt mal deine Beine nach oben. Ich hatte hier viele Mitstreiter auf meiner Yogamatte. Okay, und dann schau mal, dass du deine Beine schön geöffnet hast. Dass du sie schön aufmachst, deine Beine. Und wir nehmen jetzt mal unseren linken Fuß und geben ihn mal so an die Innenseite unseres rechten Oberschenkels. Du achtest darauf, dass dein Bein nach Möglichkeit halt so gut ausgestreckt ist, wie es für dich möglich ist. Und dein Fuß ist herangezogen. Von da aus drehst du dich mit deinen Armen, die nach oben kommen, auf zum rechten Bein und lässt deine Arme hier jetzt nach unten sinken. Ja, und dann bleibst du jetzt so weit für dich in dieser Vorbeuge, wie es einfach auch angenehm ist. Du achtest darauf, dass dein Rücken ganz gerade bleibt
Die Schultern sind entspannt, Ellenbogen. Ja, und wenn es dir schon möglich ist, weiter nach vorne zu kommen, dann tu dies auch. Ja? Dann kommen langsam runter mit dem Bauch so Richtung Oberschenkel und versuche so nach und nach immer weiter nach unten zu gleiten. Ja? Schau einfach, was da möglich ist. Achte weiterhin darauf, dass dein Fuß hier angeflext ist, ne? Also so zu dir herangezogen. Das gibt dir gleich hier nochmal mehr Dehnung. Spüre so diese Flexibilität, ne? Aber achte immer auf deine Ausrichtung im Körper. Sehr schön. Halte hier so noch einen Moment. Und dann kommst du langsam wieder so zurück nach oben. Nimmst deine Hände einmal nach hinten und hebst hier mal eben deinen Po etwas an. Und der geht dann wieder runter auf die Matte. Und dann wechseln wir mal. Ja, du hast jetzt dein linkes Bein ausgestreckt. Dein Fuß ist an der Innenseite deines linken Oberschenkels. Weiterhin ist der Fuß herangeflext. Und dann auch gleich zu dieser Seite. Ja, gleite mit deinen Händen so weit jetzt nach vorne, wie es einfach passt, wie es für dich möglich ist. Und dann kommst du einatmen, langsam wieder hoch, Hände wieder zurück, Po einmal leicht anheben und dann streck deine Beine nochmal lang aus, jetzt nach vorne. Und noch einmal hier jetzt die Füße so heranziehen, also nochmal, wo die Beine nebeneinander komplett sind. Und auch da lass hier nochmal los nach vorne hin. Auch so kann es, darf das auch gerne aussehen. Also schau, dass du für dich in diese Übung auch ankommst. Ne? Und du weißt, du kannst auch gerne so einfach bleiben, sodass du für dich gerade bist in der Ausrichtung. Ja, das ist ganz wichtig. Und schaue hier, dass du ausatmend immer weiter loslässt, wenn du relativ flexibel bist. Ja, das ist vielleicht dann so die Tendenz, dass der Bauch Richtung Oberschenkel zieht. Und du nach und nach dann in diese Asana hineinkommst, ja, in unsere Vorwärtsbeuge. Füße bleiben weiterhin herangeflext und du lässt hier ganz los. Du versuchst immer über die Ausatmung noch weiter loszulassen, ja, noch weiter einfach auch abzugehen. Kommst du ganz langsam wieder nach oben. Deine Hände gehen wieder zurück nach hinten. Und von da aus gehen wir jetzt über in den Tisch. Du nimmst deine Füße so nach vorne und bringst den Po nach oben. Achte darauf, dass du den Po hier wieder fest anspannst. Und schau mal, dass du nicht so hängen bleibst, sondern dass du dich wirklich schön nach oben drückst, aus deinen Schultern heraus. Und halte hier nochmal. Kopf fällt so nach hinten unten, wenn deine Wirbelsäule, also deine Halswirbelsäule, okay ist. Sehr schön. Und dann kommst du langsam wieder runter, aber heute hier unter erschwerten Umständen, muss ich feststellen. Okay, dann kommst du langsam wieder nach unten. Und lockerst dich hier einfach nochmal, so ein bisschen in den Schultern.
Und dann wechseln wir jetzt noch einmal so nach vorne. Gehen nochmal so in den Vierfüßlerstand. Werde hier nochmal so ganz rund im Rücken. Löse dich hier nochmal. Sehr gut. Und dann wechseln wir jetzt weiter in die Stellung des Kindes. Entweder mit geschlossenen Beinen oder du öffnest deine Beine etwas und schaust mal, dass du jetzt hier gut ankommst. Lass du noch einmal ganz los. Spanne deinen Körper. Gedanken. Schultern. Alles ist locker und entspannt. Sehr schön. Und dann kommst du einatmend jetzt langsam wieder nach oben und lockerst dich hier jetzt nochmal so in den Beinen. Und von da aus darfst du dich dann wieder so in den Kissen setzen, positionier dich hier jetzt nochmal. Und schau, dass du nochmal hier jetzt ankommst. Und dann drehen wir uns jetzt nochmal so abschließend einmal so zur rechten Seite. Nochmal schön aufdrehen. Und dann kommen nochmal so über die andere Seite jetzt. Hier nochmal wieder so zurückdrehen, etwas lockern und bleibe dann so sitzen und dann schließ deine Augen. Atme hier tief ein und durch den offenen Mund aus. Einatmen. Ein letztes Mal. Sehr schön. Und dann bleibe ganz ruhig. Beobachte den Atem. Spüre deinen Körper. Spüre, wie du immer weiter loslässt. Beobachte deinen Atem, wie er kommt und wie er geht. Sinke so immer weiter in deine Atemmeditation. Einatmen.
Alles ist gut so, wie es ist. Alles ist locker und entspannt. Der Geist, der Atem, der Körper. Schenke dir ein inneres Lächeln. Spüre die Dankbarkeit in deinem Herzen. Und bedanke dich auch bei dir selbst, deiner Yoga-Praxis. Gehe so weiter, ganz achtsam. Deinen Tag immer weiter und weiter. Und dann bedanke ich mich bei euch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Namaste.